Ich heiße Rainer Klute, gehöre zu dieser Gemeinde hier seit 28 Jahren und seit acht Jahren interessiere ich mich in besonderer Weise für Kernenergie. Denn was war vor 8 Jahren? Da war das Reaktorunglück in Fukushima. Genauer gesagt eigentlich Erdbeben und Tsunami in Ostjapan. Und das führte zum Unglück von Fukushima. Und das hat mich zur Kernenergie gebracht und angefixt. Und seitdem bin ich auch begeistert von Kernenergie. Warum? Weil dieser Unfallablauf, der war völlig anders, als viele das befürchtet haben. Viele glauben ja, wenn in der Kernenergie irgendwas schief geht, dann gibt es gleich eine Riesenkatastrophe mit Tausenden von Toten. Und in der deutschen Presse ist das oft auch so kolportiert worden. Ja, Atomkatastrophe in Japan, 18.000 Tote. War zu lesen, auch unsere Bundesregierung, das Bundesumweltministerium, hat Veröffentlichungen geschaltet, die man so interpretieren kann. Und das geht natürlich gar nicht. In Wirklichkeit hat es bei dem Unglück in Fukushima nicht einen einzigen Strahlentoten gegeben bis heute. Okay, aber ich schweife ein bisschen ab. Naturschutz durch Kernenergie ist ja das Thema heute. Und ich bin ja nicht nur Vorsitzender des Nuklearia e.V., sondern ich bin auch Christ. Und als Christ frage ich mich, wie können wir die Natur schützen? Gott hat seinen Leuten einen Auftrag gegeben mit der Schöpfung, nämlich wir sollen die Natur, wer weiß es? Bebauen und bewahren, ganz genau, vielen Dank. Und dann können wir uns ja schon fragen, wie machen wir das denn eigentlich? Und, wenn wir mal genauer hinschauen, bebauen und bewahren, das ist ja eigentlich ein Gegensatz. Denn wenn ich etwas bebauen will, egal ob das jetzt ein Stück Ackerland ist, was ich urbar machen will, als Ackerland nutzen will, oder ich baue ein Haus dahin, meinetwegen so ein Haus wie dieses hier, dann muss ich das, was da vorher ist, kaputt machen. Ich muss ein Stück Wald roden, dann bewahre ich dieses Stück Land nicht, sondern ich bebaue es. Also bebauen und bewahren sind zwei Aspekte und die widersprechen sich. Und ich denke, wenn Gott sagt, wir sollen die Welt bebauen und bewahren, dass beides seinen Platz hat. Keins von beiden darf dominieren. Ja, wenn ich alles zubaue, dann ist keine Natur mehr da. Aber wenn alles nur noch Natur ist, dann haben wir nichts, wo wir wohnen können, dann haben wir nichts, wo wir unsere Lebensmittel herbekommen können. Ja, dann können wir höchstens noch durch den Wald laufen und jagen, Tiere schießen. Aber Moment, nee, Tiere schießen geht ja auch nicht. Das ist ja das Gegenteil davon, bewahren. Also, wir müssen da ein gutes Maß finden, wie sich diese beiden Aspekte miteinander vertragen. So. Und was ihr euch jetzt schon denken könnt, vielleicht ist, dass wir, ja, wenn wir wenig bebauen, dann bewahren wir natürlich mehr. Und wir schützen die Natur, indem wir sie nicht verwenden. Das ist jetzt meine These. Wir schützen die Natur, indem wir sie nicht verwenden. Das ist recht einfach, wenn wir an Natur denken, die so aussieht. Oder so. Dieses Stück Natur ist ökonomisch wertlos und daher ist es besser geschützt. Da hat gar keiner ein Interesse dran, dieses Stück Land hier, in diesem Fall dieses Stück Wüste, zu nutzen, um da einen Acker einzurichten. Zum Beispiel geht auch, aber der Aufwand ist immens. Ja, die Kosten sind da sehr hoch, also das ist ökonomisch wertlos und dadurch ist dieses Stück Natur besser geschützt. Schauen wir uns mal ein anderes Beispiel an. Walfang. Früher war Walfang jahrhundertelang wirtschaftlich sehr wichtig, denn die Wale lieferten sehr viele Walöl, sehr viele Substanzen, Stoffe, die für das tägliche Leben wichtig waren. Zum Beispiel oder vor allem für Beleuchtungszwecke, als es
noch keinen Strom gab, wurde eben so mit Walöl zum Beispiel beleuchtet. Und ich habe hier mal eine Grafik mitgebracht, was man hier sieht, sind Zahlen aus den USA, die Walöl- und Walratimporte vom Jahr 1805 bis 1905, also 100 Jahre. Und man sieht, hier fängt das auf einem niedrigen Niveau an, geht dann hoch, erreicht hier um, was ist das hier, 1840, 50, den Höhepunkt. Und fällt dann ab, geht wieder runter. Also die Wale, die wurden hier auf diesem Stück immer weniger bewahrt, hier aber dann schon. Ja. Wie kommt das? Wie kommt das, dass die Wale, also die Nutzung der Wale, da plötzlich zurückgeht? Da passierte was. 1840, wir haben das, oder ihr könnt das vielleicht, die Kosten hatten wir da jetzt nicht auf der Grafik, aber es war so, dass so 1840 hatte der Preis für Walöl enorme Höhen erreicht. Also das war dann schon ein Luxusgut, weil die Wale, die wurden so stark bejagt, dass kaum noch welche da waren. Die Wale standen kurz vor der Ausrottung und dann 1859 da gab es den berühmten Ölfund des Edwin L. Drake hier zu sehen. Und das hat in den USA einen Ölboom ausgelöst. Und das Öl war sehr interessant und war eben die billigere und bessere Alternative zum Walöl. Oder zu minderwertigeren Brennstoffen, wie zum Beispiel Camphe. Das Öl ließ sich viel leichter gewinnen. Ja, das war einfach im Boden, musste man nur rausholen. So ein Wal, den musste man erstmal finden und dann musste man ihn jagen. Viel schwieriger, viel größeres Risiko, da sind auch viele Seeleute umgekommen beim Walfang. Insofern bot das Öl, das Erdöl, große Vorteile. So, wodurch sind die Wale jetzt geschützt worden? Nicht durch ein Walfangverbot, nicht durch Walfangquoten, die eingerichtet wurden, auch nicht durch so etwas wie eine nachhaltige Walbewirtschaftung, sondern der Walfang wurde schlicht und ergreifend überflüssig. Keiner brauchte mehr Wale. Man hatte ja was Besseres. Man hatte das Erdöl als wirtschaftlichere Alternative und, das ist ein ganz entscheidender Punkt, mit einer höher konzentrierten Energie, also mehr Energie auf kleinerem Raum. Dadurch wurde der Walfang schlicht und ergreifend überflüssig. So, und jetzt ist die Frage, können wir das irgendwie übertragen auf die Landflächen der Erde? Können wir die Landflächen auf der Erde auch irgendwie durch Nichtnutzung schützen, besser schützen? Da müssen wir erstmal gucken, wie verwenden wir die Landflächen der Erde denn heute eigentlich? Und dazu jetzt mal ein paar Zahlen und Bilder. Da haben wir zum einen Städte. Städte machen etwa 3% der Landfläche aus. Also nicht sehr viel. Dann haben wir Wiesen und Weiden mit 24%. Knapp ein Viertel der Landfläche sind Wiesen und Weiden. Weltweit. Das ist weltweit, ja. Das sind weltweite Zahlen, also nicht nur Deutschland. Und ihr seht das auf dem nächsten Bild. Da haben wir Ackerland, das ist hier ein Bild aus China. Reisanbau, das sind 12%. Und Wiesen und Weiden und Ackerland, das bedeutet ja eine wirtschaftliche Nutzung. Dann haben wir Holzproduktion, auch eine wirtschaftliche Nutzung, 9%. Und das, was übrig bleibt, das sind 52%, das bezeichne ich jetzt mal als Natur. Hier seht ihr das Ganze nochmal als Grafik. Also hier gut die Hälfte ist die Natur, Wildnis, das, was wirtschaftlich nicht genutzt wird. So, und jetzt aus Sicht des Naturschutzes ist natürlich interessant, wie können wir diesen Anteil von 52%, wie können wir den erhalten oder vielleicht sogar erhöhen, obwohl die Weltbevölkerung wächst, obwohl immer mehr Ressourcen notwendig sind. Denkt an die Nahrungsmittel, denkt an das, was wir sonst noch brauchen zum Leben, also Baustoffe zum Beispiel für Wohnungen und alles mögliche andere auch.
Es gibt zwei Trends, die uns da zugutekommen. Das eine ist, die Produktivität in der Land- und Forstwirtschaft, die steigt. Dazu auch mal ein paar Grafiken. Hier sehen wir den Bedarf von Ackerland pro Kopf. Ja, das geht hier von 1961 bis 2009. Und ihr seht, es fängt hier an mit knapp 4,5 Hektar pro Kopf und das sinkt dann ab. Das heißt, wir brauchen immer weniger Ackerland pro Kopf der Bevölkerung, um genügend Nahrungsmittel zu produzieren. Aus kleinerer Fläche kommt der gleiche Ertrag. Hier ist der Bedarf an Wiesen und Weiden pro Kopf. Auch hier der gleiche Trend. Höhere Produktivität, weniger Fläche nötig pro Kopf der Bevölkerung. Holzproduktion, der gleiche Trend, in ein kleinerer Zeitraum, aber der Trend ist der gleiche, geht nach unten. Noch eine Zahl hier, das ist der Wasserverbrauch pro Kopf in der Landwirtschaft weltweit. Da sehen wir von 1890 oder 1900 bis hier 1950, 1960, da wurde mehr Wasser verbraucht, also mehr Wasser, nicht mehr Wasser. Ja. Und danach haben wir dann eine Abnahme. Wir kommen mit weniger Wasser pro Kopf aus, also können geschickter bewässern, sodass wir eben weniger Wasser brauchen für die Landwirtschaft. Wie ist sowas zu erklären? Ich mache das mal an einem Extrembeispiel deutlich. Das ist die Firma Green Sense Farms, ein Beispiel für sogenanntes Urban Farming. Da werden Lebensmittel nicht auf dem Acker angebaut, sondern in der Stadt. Ihr seht auf dem Bild, da sind so Regale im Hintergrund und da werden Lebensmittel angebaut. Man nennt das auch eine vertikale Farm, weil halt im Regal so die Lebensmittel übereinander angeordnet sind und die wachsen da. Das ist eine hochkonzentrierte Lebensmittelproduktion, man kann da also aus relativ kleiner Fläche sehr viel Lebensmittel gewinnen. Die Pflanzen haben dort optimale Wachstumsbedingungen von der Bewässerung her, von der Beleuchtung her, von allem, was die Pflanzen da so brauchen. Da wird für optimale Bedingungen gesorgt und man braucht auch keine Herbizide, keine Pestizide, weil das Ganze im geschlossenen Raum stattfindet, wo die Schädlinge halt außen vor bleiben. Und Green Sense Farming sagt, wir können 26 Ernten pro Jahr aus unseren Farmen gewinnen. Die Produkte sind frisch, weil sie verbrauchernah produziert werden, also in der Stadt etwa. Und Green Sense Farm sagt, wir brauchen eine Farm, da können wir 20 Millionen Menschen mit ernähren. Ja, was heißt das jetzt? Wir sehen, die Lebensmittelproduktivität steigt weltweit an. Die gleiche Fläche liefert einen höheren Ertrag. Oder anders gesagt, für den gleichen Ertrag kommen wir mit einer geringeren Fläche aus. Das geht natürlich nicht von selbst. Wir müssen allerlei technische Möglichkeiten einsetzen, um dahin zu kommen. Zum Beispiel Düngemittel, Saatgutverbesserungen. Wir wenden fortschrittliche Landwirtschaftstechnik, neue Methoden an, Bewässerungssysteme, auch Meerwasserentsalzung ist ein ganz spannender Punkt, um eben Trinkwasser zu gewinnen oder Wasser, um Pflanzen zu bewässern. Und wir haben es bei Green Sense Farming gesehen, wir müssen auch was tun für optimale Beleuchtung. Und der wesentliche Knackpunkt an der Geschichte ist, dass hier der Energiebedarf steigt. Wenn wir etwa Düngemittel gewinnen wollen, wenn wir so eine Green Sense Farm beleuchten wollen, dann haben wir steigenden Energiebedarf. Und das ist sozusagen der Preis, den wir für diese höhere Produktivität zahlen. Und insgesamt sinkt dadurch der Bedarf nach weiteren Flächen. Und wenn der Bedarf nach weiteren Flächen sinkt, vielleicht sogar zu einem Rückgang führt, dann werden womöglich auch noch Flächen frei, die wir dann ja, für die Natur nutzen können. Erholungsgebiete anlegen können, Parklandschaften
Kulturlandschaften, die nicht industriell oder für die Lebensmittelproduktion gebraucht werden, sondern die wir anderweitig nutzen oder eben nicht nutzen können. Das war also der Trend Nummer 1. Die Produktivität steigt. Das führt zu zu steigendem Umweltschutz. Der zweite Trend ist, dass immer mehr Menschen in Städten leben. Was heißt das? Einige Zahlen dazu. Es gibt sogenannte Megacities. Und 2014 lebten 54% der Menschen weltweit in Städten. Also egal, ob das jetzt große oder kleine sind. 2050 werden es nach einer UNO-Schätzung nicht mehr 54, sondern 66% sein. 66% der Menschen, also zwei Drittel, die in Städten leben. Und dieses Wachstum, 90% dieses Wachstums, spielt sich in Asien und in Afrika ab. Also bei uns hier findet wenig Veränderung statt, in anderen Teilen der Welt sehr viel mehr. Deswegen ist das für uns vielleicht auch etwas fremd und nicht so gut greifbar, aber es ist eben so. Und das kann man auch daran ablesen, wie die Mega-Cities, also die Städte mit mehr als 10 Millionen Einwohnern, wie die wachsen. Da hatten wir 1990 10, 2014 28 und 2030 haben wir dann 41 nach dieser UNO-Schätzung. Und ich habe hier mal ein paar dieser Städte mitgebracht, die Namen mitgebracht jedenfalls. Städte mit mehr als 10 Millionen Einwohnern. Okay, warum ist das so? Warum ziehen Menschen in Städte? Nun, zum einen finden sie dort mehr Arbeitsmöglichkeiten und bessere Arbeitsmöglichkeiten. Und wieder, jetzt dürfen wir auch wieder nicht die Maßstäbe anlegen, die wir aus Deutschland kennen, wo man auf dem Land ja nicht viel schlechter lebt als in der Stadt, vielleicht sogar besser unter manchen Gesichtspunkten. Wenn ich jetzt in Afrika irgendwo auf dem Dorf bin oder in Asien irgendwo, JWD, ganz weit draußen, dann habe ich vieles nicht von dem, was mir eine Stadt als ja nicht nur Annehmlichkeit bietet, sondern als etwas, was wir in unserer Welt als Lebensgrundlage ansehen. Ja, Arbeitsmöglichkeiten sind da nur ein Punkt. Zugang zu Bildungseinrichtungen, Schulen, Universitäten. Wenn ich das habe, wenn ich gut gebildet bin, wenn meine Kinder gut gebildet sind, dann finden wir auch viel bessere berufliche Möglichkeiten, können mehr Geld verdienen, können uns ja Dinge leisten, ich habe es hier genannt, Kühlschrank, Fernsehen, Internet. Wir haben Zugang zu Märkten, können die Produkte, die wir gewinnen, die wir zum Beispiel auf dem Acker anbauen, können die optimal verkaufen. Transportmittel, Abfallbeseitigung, Hygiene, ja, das finden wir in den großen Städten dieser Welt schon, aber in vielen Ländern, auf dem Land halt nicht. Und deswegen ziehen Menschen in Städte. Ja, der letzte Punkt hier noch, Zugang zum Gesundheitssystem. Ganz wichtig. Wie selbstverständlich ist es für uns, zum Arzt zu gehen, wenn wir irgendwo ein Zipperlein haben. Ja, wenn ich in Afrika im Busch lebe und es sind 100 Kilometer oder noch mehr zum nächsten Krankenhaus, dann ist das schon mal ein Punkt. Und das Krankenhaus hat dann nicht den gleichen Standard wie Krankenhäuser hier. Also, deswegen ziehen Menschen in Städte. Was gewinnen sie dadurch? Sie gewinnen eine höhere Lebenserwartung. Ganz einfach deswegen, weil nicht mehr so viel körperlich belastende, körperlich anstrengende Arbeit zu tun ist, sondern Maschinen nehmen viel dieser Arbeit ab. Es gibt gesündere Lebensmittel, weil die einfach näher dran sind, weil die Kühlketten funktionieren, sind die Lebensmittel gesünder und nicht so schnell verdorben. Es gibt natürlich eine bessere medizinische Versorgung. Das alles führt zu einer höheren Lebenserwartung, zu einer höheren Lebensqualität. Weniger Kinder steht hier als der nächste Punkt. Das ist das, was man beobachtet. Da muss man gar nicht unbedingt was für tun, sondern eine Beobachtung ist, wenn die Menschen eine höhere Bildung haben, dann führt das automatisch zu weniger Kindern. Ist auch irgendwo klar. Auf dem Land, wo die körperliche Arbeit dominiert, da werden viele Hände gebraucht, die mit anpacken. Dann sind viele Kinder nötig. In der Stadt, wo die Maschinen vieles abnehmen, da ist das gar nicht erforderlich. Also, das ist eine Beobachtung, die man macht. Höhere Lebenserwartung, höhere Lebensqualität, höhere Bildung, das geht einher
mit weniger Kindern. Um auf den Aspekt von Energie zu kommen, ganz besonders, da haben wir hier Verbrennung von Holz und Dung auf dem Land, wird ersetzt durch die Nutzung konzentrierterer Energieformen. Zum Beispiel Verbrennung von Öl oder von Gas. Da haben wir konzentriertere Energie, weniger Volumen für den gleichen Energieoutput. Das erfordert dann auch weniger Aufwand, den man dafür treiben muss. Und eben auch eine geringere Nutzung der Natur. Ja, stellt euch mal vor, wir alle müssten, um unseren Heizbedarf zu decken, von Strom wollen wir jetzt gar nicht reden, um unseren Heizbedarf zu decken, für die Wohnung zu wärmen oder auch um zu kochen, wir müssten jetzt in die Wälder gehen und Holz sammeln. Ja, das wäre überhaupt nicht vorstellbar. Wir haben aber stattdessen die Energie in konzentrierterer Form, zum Beispiel als Erdgas, das aus der Leitung kommt, oder jetzt sind wir schon bei Strom, wo wir einfach einen Schalter betätigen müssen und der Strom ist einfach da. Ja, keine Überraschung, der Energiebedarf weltweit steigt, die Städte wachsen, Menschen, die vorher auf dem Dorf waren, die sind jetzt in der Stadt und brauchen natürlich mehr Energie. Schätzungen gehen davon aus, es gibt verschiedene Schätzungen, hier ist mal eine Schätzung, die sagt, dass sich der Weltenergiebedarf bis 2050 verdreifachen, vielleicht vervierfachen wird. Verdreifachen, vervierfachen. Das sind enorme Zahlen, um die es hier geht. Und wie gesagt, wir reden nicht über Deutschland, wo der Energieverbrauch ungefähr stagniert oder jedenfalls in der gleichen Größenordnung bleibt. Wir reden nicht über die westliche Welt, sondern wir reden von Afrika, wir reden von Asien, da wo das ungeheure Wachstum stattfindet. Und da kann man dann auch schon erkennen, wenn wir uns die Zahlen vor Augen führen, dass wir mit Energiesparen und Energieeffizienz nicht weit kommen. Also selbst wenn wir hier unseren Energiebedarf um die Hälfte reduzieren würden, was völlig utopisch ist, das würde nicht reichen, um den Bedarf, der in den kommenden Jahren und Jahrzehnten in anderen Teilen der Welt auftritt, ansatzweise zu decken. Ja, manche Menschen oder viele Menschen, 1,5 Milliarden Menschen, die sparen schon sehr viel Energie. Die sparen schon 100% Energie, also Strom jedenfalls. Die sparen 100% Strom. Aber die würden gerne mal anfangen, welchen zu verbrauchen. Ja, die möchten auch den Lebensstandard haben, den wir hier als selbstverständlich ansehen. Kühlschränke, Licht, Computer, Beamer, das sind ja jetzt schon Luxusgegenstände. Aber ein Kühlschrank, allein ein Kühlschrank, wäre ja schon mal super, wenn man den hätte und hätte da, könnte da seine Lebensmittel länger frisch halten. Wäre ja super. So, ja, also man sollte, was das Energiesparen und die Energieeffizienz angeht, sollte man schon einen Blick dafür haben, was eigentlich realistisch möglich ist und wo da die Grenzen sind. Man kann da einiges machen, ist auch gut, aber es gibt natürlich Grenzen. Ja, dann habe ich hier noch notiert, Jevons Paradoxon, das läuft darauf hinaus, dass durch Energieeffizienz mehr Energie verbraucht wird, letztlich. Ja, der Jevon, der hat das entdeckt oder hat das formuliert, sein Paradoxon bei der Kohle. Damals, als die Dampfmaschinen neu waren, da haben die unheimlich viel Kohle verbraucht. Und das war dann richtig teuer. Und James Watt hat dann eine effizientere Dampfmaschine gebaut, der Kohlebedarf ging runter, man hat also da eine enorme Energieeffizienzgewinnung, Steigerung hingekriegt für die Kohle. Also die neuen Dampfmaschinen brauchen erheblich weniger Kohle als die alten. Und das bedeutet natürlich sinkende Kosten für den Betreiber. So, wenn die Dampfmaschinen jetzt im Betrieb so viel günstiger sind als vorher, ja, dann kann man doch mehr davon einsetzen. Und wer sich vorher keine Dampfmaschine leisten konnte für seine Firma, der konnte das auf einmal. Und insgesamt stieg dadurch der Kohleverbrauch an. Und heute sehen wir das am besten sehen wir das an der Beleuchtung. Vor 10, 20 Jahren hatten wir alle noch Glühlampen, die haben so 60 Watt, 70 Watt, die haben richtig Strom gezogen. Inzwischen haben wir LEDs, ja, da ist der Stromverbrauch, spielt keine Rolle. Fast. Ne? Und wozu führt das? Überall gibt es diese LED-Lampen. Ja, da werden Brücken mit beleuchtet und Häuserfassaden und so weiter. Da ist die Beleuchtung gar nicht mehr nur dafür da, dass man auch seinen Weg im Dunkeln findet,
sondern das hat ein gestalterisches Element und man kann mehr verschwenderisch damit umgehen, weil es ja nichts kostet, weil der Strom ja so günstig ist. Oder der Verbrauch, genau, der Strom ist ja in Deutschland alles andere als günstig. Aber der Stromverbrauch der LEDs ist halt so toll. Deswegen führt Energieeffizienz nicht unbedingt zu weniger Energieverbrauch, sondern eher zu mehr. Ja, hier seht ihr so drei mögliche Trends für das Bevölkerungswachstum. Das ist eine UN-Prognose von 2010 und diese drei Wege sagen, also hier ist ja auf der rote Linie gesagt, das haben wir bei großen Familien. Also wenn die Familien groß sind, ja klar, das ist eine wächst die Bevölkerung, das passiert dann, wenn wir wenig Energie verbrauchen. Also wenn die Leute in den Dörfern bleiben, ihren Dung oder den Dung der Tiere verfeuern, wenn sie sich das Holz aus den Wäldern holen, dann steigt die Bevölkerung. Also wenn wenig Energie verbraucht wird, grün dagegen hier, dann geht die Weltbevölkerung zurück nach dieser Prognose. Das ist dann, wenn wir kleine Familien haben und einen hohen Energieverbrauch. Und dann gibt es hier noch so ein mittleres Szenario. Also, es gibt hier eine Korrelation zwischen Bevölkerungswachstum und Energieverbrauch. Hoher Energieverbrauch führt zu geringerem Bevölkerungswachstum oder sogar Rückgang. Geringer Energieverbrauch führt zu Bevölkerungswachstum nach oben. So, das ist so. Ne? Das ist so. So, und deswegen die These, hochkonzentrierte Energie versorgt die Menschen und schützt die Natur. Ja? Diesen Energiebedarf, den Energiebedarf der großen Städte, den müssen wir ja irgendwie decken. Und das können wir nicht, indem wir in die Wälder gehen und Holz suchen. Ja, so eine Stadt mit 10 Millionen Einwohnern oder mehr, völlig utopisch. Ist ja in Dortmund schon völlig utopisch. Wir brauchen also konzentriertere Energie, die den Menschen dort in den Städten zur Verfügung steht. Da haben wir natürlich Möglichkeiten, die kennen wir. Traditionell haben wir Kohle, Erdgas, Erdöl. Kohle macht ja immer noch einen großen Teil unseres Energieverbrauchs aus. Die Nachteile liegen irgendwo auf der Hand. Hier sieht man fast nichts. Das liegt nicht nur hier an der Beleuchtung, sondern das liegt daran, dass da Smog ist in China in diesem Fall. Andererseits haben Kohle, Erdgas, Erdöl, die fossilen Brennstoffe haben natürlich Vorteile, das ist ganz klar. Die liefern eine stabile Produktion. Wir können uns darauf verlassen, dass wir 24x7 Strom aus fossilen Energien gewinnen können. Keine Frage. Ja, und wenn ein Kohlekraftwerk ausfällt, haben wir noch ein paar mehr, die fangen das dann auf. Kein Problem. Der Brennstoff ist billig. Der Platzbedarf ist gering von so einem Kohlekraftwerk, auch wenn man den Tagebau, den Braunkohletagebau hinzurechnet, das sieht zwar gewaltig aus, aber insgesamt ist das ein recht geringer Platzbedarf. Und die fossilen Brennstoffe machen einen gewichtigen Teil des Energieverbrauchs aus. Hier Zahlen von 2013, 41% Kohle, 22% Erdgas, 4% Erdöl. Und das ist jetzt die Stromerzeugung. Hier, wenn wir jetzt den Gesamtenergieverbrauch rechnen, dann haben wir natürlich bei Erdöl, könnt ihr euch denken, Autos und so, Lastwagen, da ist der Verbrauch dann natürlich noch höher. Das ist für die Welt? Das ist für die Welt. Das ist immer für die Welt. Also nicht nur eine kleine Deutschland betrachten. Gibt es da auch neue Zahlen noch zu? Nö, habe ich jetzt hier nicht. Aber wesentlich, also von der Größe gibt es da keine wesentlichen Veränderungen. Aber Stand heute. Das ist Stand 2013. Okay, ja, klar. Also natürlich sind die Zahlen heute, oder sagen wir 2017, 2018, etwas anders. Aber nicht so, dass sich da jetzt gravierende Änderungen ergeben. Also für mich ist das noch nicht genügend Motivation, jetzt nach den ganz aktuellen Zahlen zu forschen und die hier einzupflegen. Und der Rest zu 100% kommt jetzt noch hin. Was denn? Fehlt aber was bis zu 100%. Ja, das sind jetzt die wichtigsten Energieträger. Gibt es auch noch ein paar mehr. Ja, gibt es auch noch ein paar mehr. Und die kommen jetzt auf. Erstmal noch zu den Nachteilen. Die Nachteile kennen wir auch. Ja, fossile Brennstoffe führen zu 1 Million Tote pro Jahr durch Luftverschmutzung.
eine Million Tote pro Jahr durch Luftverschmutzung. Das muss man sich mal vergegenwärtigen. Du kennst ja die Diskussion, dass das nicht stimmt. Es ist statistisch nicht auszurechnen, auch nicht zu belegen wissenschaftlich, wie viele Tote durch Luftverschmutzung entstehen, obwohl ich ein Fan davon bin. Wie viel sind das deiner Meinung nach? Bitte? Wie viel sind das deiner Meinung nach? Nein, es ist gar nicht auszurechnen. Man kann das Einzige, es ist statistisch, mathematisch nicht möglich, solche Zahlen zu produzieren. Was möglich ist, ist, dass man sagt, die Lebenszeit eines Menschen, die sind um zig Monate, x Monate. Das ist statistisch drin. Solche Zahlen sind nicht... Das ist jetzt eine Zahl der WHO. Ich habe die natürlich nicht selber ermittelt. Ich will die jetzt auch gar nicht diskutieren, kann die jetzt auch gar nicht diskutieren. Vielleicht können wir uns darauf einigen, dass Luftverschmutzung nicht gesund ist. Dass Luftverschmutzung nicht gesund ist. Die Leute werden krank und sterben. Dass sie zu Atemwegserkrankungen führen. Die Leute, also allein schon, auch wenn ich nicht dran sterbe, ist das schon eine gravierende Beeinträchtigung meiner Lebensqualität. Ich sterbe eher. Herz-Kreislauf-Erkrankungen nehmen zu. Ja, ja, die Menschen sterben früher daran. Früher, als sie sterben würden, wäre die Luft sauber. Und, was viele auch nicht wissen, Luftverschmutzung führt auch zu Krebs. So, und dann haben wir natürlich, das ist ganz aktuell, in der aktuellen Diskussion, in der Klimadiskussion, haben wir hohe CO2-Emissionen der fossilen Brennstoffe. Also eine ganze Menge Nachteile. Gibt es denn auch saubere Alternativen? Ja, natürlich gibt es die. Hier mal so die wichtigsten. Wasserkraft, Sonne, Wind, Biomasse, Geothermie und Kernenergie. Und die haben also keine, die verursachen alle keine Luftverschmutzung und wenig CO2-Emissionen. Und die gucken wir uns jetzt mal der Reihe nach an. Da haben wir zunächst mal die Wasserkraft. Wie sieht es denn da aus? Vorteil ist, wir haben eine stabile Produktion. Also auch 24x7, wenn jedenfalls die Reservoirs, die Talsperren gut gefüllt sind oder überhaupt gefüllt sind, dann kriegen wir da ordentlich Strom raus. 2016 war aber ein Jahr, wo es in Venezuela, was Venezuela hat ja 100%, hat einen großen Anteil, einen riesengroßen Anteil seiner Stromerzeugung aus Wasserkraft. Ja, die haben aktuell aber keinen Strom. Die haben, ja, Venezuela ist im Moment ja noch ein anderes Problem. Ne? Alter, nicht so groß. Also wenn wir jetzt mal nur auf diese Wasserkraft gucken, 2016 hatten wir in Venezuela und in der Schweiz den Fall, dass die Talsperren aber arg leer waren. Und da war das schon kritisch. Und die sind da gerade noch vorher gestammt vor entsprechenden Stromausfällen. Wasserkraft hat einen bedeutenden Anteil weltweit an der Stromerzeugung, nämlich mit 16%, ist das gar nicht mal wenig. Nicht wenig. Vorteil ist geringe direkte CO2-Emissionen, also im Betrieb wird da nichts frei. Es gibt allerdings schon CO2-Emissionen über den gesamten Lebenszyklus gerechnet, weil so eine Talsperre, die braucht ja enorme Mengen Beton. Bei der Zementherstellung wird CO2 frei. Und man sollte auch nicht vergessen, da werden große Landstriche überflutet. Die Pflanzen, die da von Wasser bedeckt werden, die zersetzen sich und da werden dann auch Methan wird frei, Treibhausgas halt. Das ist dann auch was. Ja, Wasserkraft ist auch nicht überall verfügbar. Das ist klar. Ja, die Schweiz, Österreich, die haben natürlich da einen Vorteil gegenüber Deutschland. Die haben sehr viel Wasserkraft. In Deutschland haben wir knapp 4% Anteil an der Stromerzeugung durch Wasserkraft und das ist auch nicht großartig ausbaubar. Also man sollte sich da nichts vormachen, dass man das jetzt gewaltig steigern könnte. Das bleibt ungefähr in der Größenordnung, selbst wenn man alles ausschöpft, was da auszuschöpfen es gibt. Ja, Sonne und Wind, das ist natürlich das, wovon Deutschland redet. Allerdings haben wir da keine stabile Produktion. Wir haben bei Sonne und Wind keine 24x7 Produktion, sondern wenn die Sonne scheint, dann haben wir Strom aus den Photovoltaikanlagen. Wenn die Sonne nicht scheint, zum Beispiel nachts, dann haben wir nichts. Ja, also da haben wir 0%
0 Watt aus den Solaren. Ja, damit, und zu anderen Zeiten haben wir dann eine Überproduktion, da wird mehr Strom erzeugt, als gebraucht wird, und dann müssen wir sehen, ja, wohin mit dem Strom? Ja, wer will den denn haben? Und dann passiert es auch schon mal, dass die Strompreise ins Negative gehen. Also man auch Geld drauflegen muss, um den Strom loszuwerden, der ja nun mal da ist. Den Bedarf von Megacities und Industrie kann man mit Solar und Wind nicht decken. Allein schon wegen der unzuverlässigen Produktion, weil mal ist Strom da und mal nicht. Also damit kann man keine Industrieanlage betreiben und damit kann man jetzt auch keinen Beamer betreiben, ja, wenn das Bild plötzlich weg ist und nichts mehr geht. Darf man sofort Fragen stellen oder willst du am Schluss? Du kannst gerne sofort Fragen stellen. Jetzt kommt die Frage nach den Speichern, richtig? Nein. Nein. Ja, die letzte Aussage war, man kann damit keine größeren Anlagen betreiben. Dem ist nicht so. Wo du recht hast, das ist zurzeit, die Anlagen, die wir zurzeit haben, da ist das so, wie du sagst. Aber wir müssen ja auch in Richtung Zukunft schauen. Wenn wir zum Beispiel Solarkraftwerke, Photovoltaikanlagen und ähnliches, alles was aus der Sonne Energie zu ziehen ist, in die Wüste Sahara bauen würden, da brauchen wir nur ein Zehntel der Fläche der Wüste Sahara, um die ganze Welt mit Strom zu versorgen. Ja, aber dummerweise ist es in der Sahara nachts auch dunkel. Das muss man sich mal zergehen lassen. Ein Zehntel nur der ganzen Fläche. Ja. Und wir wissen alle von der Wüste Sahara, auch wenn wir noch nicht da waren, dass der Strom da mindestens 13 Stunden am Tag zur Verfügung steht, immer. Und kontinuierlich und durch keinerlei Krisen irgendwo aufzuhalten ist. Ja, das ist richtig. Sowas davon abhängig machen? Bitte? Sowas davon abhängig machen? Ich habe ja nur gesprochen, es ist möglich. Es ist möglich. Wir könnten zum Beispiel ein Stück Land kaufen dort. Die Wüste Sahara kostet fast nichts, wie du eben schon sagtest. Das ist eine Fläche, die anderweitig nicht nutzbar ist. Moment, kommt von da unten nach hier oben. Überhaupt kein Problem, wie wir das heute kriegen. Wir haben heute machen wir dann gleich mal besser. Ich denke schon, wie kriegen wir den Strom hoch? Gar kein Problem. Haben wir eine Diskussion jetzt? Ich habe eben gefragt. So, also wie kriegen wir denn nur noch das Thema? Wie kriegen wir den Strom von unten nach oben? Ganz einfach. Wir haben heute Hochspannungsgleichstromanlagen, die 2.000, 3.000 Kilometer ohne Probleme den Strom hinbekommen. Das ist Stand der Technik. Gleichstrom? Ja, Hochspannungsgleichstrom. Arbeiten Sie dort noch dran? Bitte? Arbeiten Sie an der Universität dran? Ich habe nicht verstanden. Also was arbeiten Sie auf einer Universität? Gibt es ein Labor für? Ja, ich weiß. Ich würde sagen, mach mal weiter. Ja, gut, kurz will ich dazu was sagen. Also selbst wenn in der Sahara 13 Stunden ununterbrochen die Sonne scheint, bedeutet das ja, dass 11 Stunden lang keine Sonne scheint. Und in den 11 Stunden brauchen wir auch Strom. Ist aber nachts. Ja, nachts brauchen wir auch Strom. Nachts habe ich. Nachts selbst Liebe Leute, natürlich brauchen wir nachts Strom. Ja. Deutschland braucht braucht jederzeit mindestens 40, 45 Gigawatt an Strom. 40 bis 45 Gigawatt. Das ist die sogenannte Grundlast. Das ist das, wovon die Grünlinge behaupten, dass es das nicht gibt. Was aber, man kann es auch anders formulieren, das ist der Mindeststrombedarf, der immer da ist, der zu jedem Zeitpunkt, in jeder Sekunde gedeckt werden muss. Ja, und wenn ich in jeder Sekunde, das ist wichtig, ja, es nützt mir überhaupt nichts, wenn ich sagen kann, übers Jahr produziere ich so und so viele Terawattstunden Strom aus Wind und Solar. Das nützt mir überhaupt nichts, wenn ich es jetzt in diesem Moment nicht zur Verfügung habe. Das ist der Denkfehler, den viele machen. Und solange so noch argumentiert wird mit Jahresproduktion oder Monatsproduktion, haben die Leute das Problem nicht verstanden, dass ich jederzeit meinen Strombedarf decken können muss. Sonst ist das Licht aus und nicht nur das Licht. Interessenfrage, wie viel Prozent macht die Grundlast ungefähr aus im Vergleich zur Tageslast? Das ist etwa die Hälfte. Die Hälfte, ja. Also Größenordnung zum Beispiel. Ich darf ja sicher keine Fragen stellen. Also Verständnisfragen gerne.
der Speicher, das wäre auch gar kein Problem. Wir haben Wasserkraftspeicher in der Schweiz und auch in Finnland, wo viele Seen sind und wo Delta, also wenn, wo die Seen sehr hoch liegen, da können wir ohne weiteres diesen Strombedarf, wo du gerade von gespart hast, wenn wir noch ein paar bauen, ohne weiteres zur Nachtzeit decken. Also Wasserkraftspeicher. Die Schranken ausreichen, aber können wir nicht decken. Das reicht ohne bei weiteres zu decken. Und vor allem, wir haben ja immer noch Anlagen im Meer, die arbeiten Tag und Nacht 24 Stunden. Ja, das reicht bei weitem. Zur Zeit. Jetzt noch eins dazu zur Schweiz. Die Schweiz hat ja Wasserkraft. Die hat viele Talsperren, die hat auch ein paar Pumpspeicherkraftwerke, ein paar wenige. Das ist aber auch zum großen Teil schon ausgereizt. Und die Schweiz ist ein kleines Land. Wenn jetzt Deutschland kommt und sagt, ach Schweiz, speichert doch bitte unsere Nachtproduktion von Wind und so. Nee, Solar nicht. Unsere Nachtproduktion vom Wind und vielleicht unsere tagsüber anfallende Überschussproduktion von Solar, das reicht nicht. Das reicht nicht, was da an Speicherkapazität vorhanden ist. Und die Schweiz braucht das ja auch selber. Die Schweiz ist übrigens meiner Ansicht nach das erste Land, was Stromausfälle erleiden wird, weil Wind und Solar eben keine stabile Produktion bieten. Aber ich mache jetzt mal weiter. Ein wesentlicher Punkt, wenn wir uns verschiedene Stromerzeugungstechniken angucken, das ist die sogenannte Flächenleistungsdichte. Das bedeutet, ich habe irgendeine Art der Stromproduktion, ob das jetzt Wasserkraft ist oder Wind oder Solar, und ich gucke mir einen Quadratmeter meiner Erzeugungsanlage an und schaue dann, wie viel kriege ich da im Mittel raus. Also bei Solar zum Beispiel gucke ich nicht, wie viel liefert die Anlage, wenn die Sonne voll drauf knallt, sondern ich betrachte das über die ganze Zeit, wie viel kriege ich im Mittel raus. Also da fallen dann natürlich auch die Nachtzeiten mit an. Und dann sehe ich, dass das bei Wind kriege ich etwa 2 bis 3 Watt aus einem Quadratmeter. Windanlagen kann ich auch nicht beliebig dicht stellen, sondern die muss ich auseinanderstellen. Und wenn ich vorne eine Windenergieanlage habe, die vom Wind angetrieben wird, und ich habe dahinter noch eine, dann hat der Wind dann weniger Energie und die liefert eine zweite Windenergieanlage liefert weniger. Also da insgesamt ergibt sich also 2 bis 3 Watt pro Quadratmeter. Bei Photovoltaik habe ich mehr, da sind es 10 bis 20 Watt pro Quadratmeter. Nils. Das ist für Deutschland oder? Das sind so technische Dinge, die liegen in der Technik begründet. Man kann es natürlich auch so sehen, wenn du dir die maximale Sonneneinstrahlung anguckst auf einen Quadratmeter, also nehmen wir mal an, die Sonne fällt da senkend, dann ist ja die theoretische Energieausbeute maximal. Wenn sie schräg drauf fällt, ist es weniger. Wenn sie maximal drauf fällt, dann haben wir da ein theoretisch berechenbares Maximum, was ich rausholen kann. Das ist eine theoretische Grenze. Die reale technische Grenze liegt natürlich niedriger, aber ich könnte, idealerweise kann ich an dieses theoretische Maximum dran. Aber höher geht es nicht. Höher geht es auf keinen Fall. Ich kann höchstens das rausholen, was reinkommt, abzüglich der Entropie. Ja. Weißt du das zufällig, wie das ist, das Maximum, das theoretische für die Sonne? Irgendwo was. 35-40% oder was. Aber nagel mich jetzt nicht fest. Müsste ich nachgucken. Und das gibt es im langjährigen Jahresmittel insgesamt der Maßnahmen. Ja, genau. Ja. Und so die Anlagen, die es heute gibt. Also das ist jetzt nicht das theoretische Maximum, sondern reales. Reale Werte. Rainer, zum Vergleich diese Watt pro Quadratmeter bei anderen Energieerzeugungstechniken, wie viel ist das, damit wir. Ja, kommt gleich. Kommt gleich. Also Kohle nicht, die haben wir jetzt schon mal raus, wegen Luftverschmutzung und CO2. Aber wir gucken uns die sauberen an. Diese Flächenleistungsdichte ist relativ gering. Und das bedeutet, dass wir für die Stromproduktion aus Wind und Solar relativ große Flächen brauchen. Und ihr seht das hier, so ein Solarfeld oder hier Windenergieanlagen, die stehen dann in der Umwelt rum. Die brauchen Platz. Und wenn ihr in der Zeitung lest, oh, da ist wieder in irgendeinem Land ein riesiges Solarkraftwerk in Betrieb gegangen,
Ja, warum ist das denn riesig? Weil es nicht anders geht. Es muss riesig sein, um nennenswerte Mengen an Strom zu produzieren. Toll wäre es, wenn wir die gleichen Strommengen aus einem kleineren Kraftwerk ziehen könnten. So. Eine Verständnisfrage, nur eine Verständnisfrage. Nein, nur eine Verständnisfrage. Also nachher. So, jetzt, wenn wir uns jetzt mal, jetzt können wir mal überlegen, wenn wir den gesamten deutschen Strombedarf, jetzt sind wir nicht bei der Welt, sondern jetzt sind wir bei Deutschland, wenn wir den gesamten Strombedarf Deutschlands aus Photovoltaik ziehen würden. Und wir nehmen mal an, also wir gehen von diesen 2 bis 3, Quatsch, von den 10 bis 20 Watt pro Quadratmeter aus. Wir nehmen mal idealerweise an, die würden die ganze Zeit über regelmäßig produziert. Also 24 mal 7. Ist natürlich in Wirklichkeit nicht so, haben wir darüber gesprochen. Aber wir nehmen das jetzt mal an. Wie viel Platz würden die Photovoltaikanlagen dann in Anspruch nehmen, um Deutschland mit Energie zu versorgen? Habe ich mal visualisiert. Hier. Da, dieses Quadrat, dieses dunkle Quadrat. Ja, damit könnte man dann Deutschland komplett mit Strom versorgen. Aus Photovoltaik. Wenn denn das regelmäßig so geliefert wurde. Also gar nicht mal so wenig. Jetzt ist aber Strom nicht alles. Wir verbrauchen ja noch viel mehr Energie. Wir heizen, wir fahren Autos, wir betreiben, wir brauchen auch industrielle Wärme, also Öfen, Industrieöfen, die müssen betrieben werden. Zum Teil werden die eben mit Erdgas zum Beispiel befeuert oder Erdöl und so. Wenn wir jetzt diesen gesamten Energiebedarf berücksichtigen, der nicht Strom ist, wenn wir den jetzt mal umrechnen in Strom, können wir ja tun. Ne? Und das habe ich mal gemacht und dabei idealerweise ausgegangen davon, dass keine Umwandlungsverluste entstehen. Ist natürlich physikalischer Quatsch. Man hat immer eine Menge Umwandlungsverluste. Aber wenn wir mal vom Idealfall ausgehen, den es nicht gibt, dann brauchten wir so viel Fläche, um Deutschlands gesamten Energiebedarf aus Photovoltaik zu decken. So, wie sieht das bei Wind aus? Bei Wind haben wir gesehen, da ist die Flächenleistungsdichte noch geringer. Da hätten wir dann hier den Flächenbedarf, um den Strombedarf zu decken und hier, um den Gesamtenergiebedarf Deutschlands zu decken. Ja, wenn man das denn will. Ne? Aber es wird noch besser, in Anführungsstrichen. Es gibt ja auch noch Biomasse. Biomasse ist insofern toll, als da eine stabile Stromproduktion möglich ist. Ja, die Biomasseanlagen, die Biogasanlagen, was es da so gibt, die liefern eben 24 mal 7. Nicht die einzelne Anlage, aber der Kraftwerkspark insgesamt liefert eine stabile Stromproduktion. Leider sind Biomasseanlagen keineswegs emissionsfrei, auch wenn viele das glauben. Und die CO2-Bilanz ist zumindest umstritten, sage ich jetzt mal. Denn die Idee ist ja bei Biomasse, ich verbrenne oder zersetze dann zwar diese Biomasse, dabei wird CO2 frei, aber das CO2 wird ja wieder gebunden, wenn die Pflanzen wachsen, die ich dann später brauche, wieder für Biomasse. Theoretisch mag das hinkommen. Die Frage ist, ob tatsächlich weltweit die Wälder, die da abgeholzt werden, ob die tatsächlich auch wieder aufgeforstet werden. Denn es sind nicht nur die Maispflanzen in Deutschland, die man hier auf diesem Bild sieht, und einen Großteil der landwirtschaftlichen Anbaufläche inzwischen schon belegen. Und zudem ja auch Monokulturen sind, die Monokulturen haben mit Naturschutz und Artenvielfalt und so ja nun wirklich nicht viel zu tun. Also dadurch sind viele Tierarten, Pflanzenarten bedroht, weil sie in diesen Monokulturen einfach keinen Platz mehr haben, keinen Lebensraum. Ja, und die Flächenleistungsdichte, da haben wir 0,5 Watt pro Quadratmeter, also noch viel weniger als bei Wind. Und wenn wir unseren Strombedarf durch Biomasse decken wollen, dann brauchen wir dafür so viel Platz. Das ist nur der Strombedarf. Der Gesamtenergiebedarf, ja, da sähe es dann so aus. Und spätestens jetzt ist klar, das geht nicht.
gucken wir uns mal an, wie das bei Kernenergie aussieht. Das sind so da die Charakteristika von Kernenergie. Es gibt eine stabile Produktion, 24x7, kein Thema. Auch nicht das einzelne Kernkraftwerk, aber der Kernkraftwerkspark als Ganzes kann das leisten. Kernenergie emittiert keine Schadstoffe in die Umwelt. Die CO2-Emissionen auf die gesamte Lebensdauer sind gering. Der IPCC, also der Weltklimarat, sagt, das sind 12 Gramm CO2 pro Kilowattstunde Strom. Und das ist ungefähr die Größenordnung von Windkraft. Windkraft und Kernenergie liegen da am unteren Spektrum der CO2-Emissionen. Also Photovoltaik liegt etwa 4-mal drüber. Daher geringe CO2-Emissionen. Das Bundesumweltamt arbeitet da übrigens mit völlig veralteten Zahlen. Wenn ihr also das mal nachguckt beim Bundesumweltamt, die rechnen einen recht hohen CO2-Anteil für Kernenergie. Das liegt an Folgendem. Die sagen, für die Urananreicherung in den Brennelementfabriken, da wird ja Strom gebraucht. Das ist richtig. Und dieser Strom, der kommt aus dem Landesmix. Und in Deutschland heißt das vor allem Kohlestrom. Also wird viel Kohle verfeuert, um Brennelemente für die Kernkraftwerke herzustellen. Okay, kann man so rechnen. Dadurch ist die Kernenergie eben nicht wirklich CO2-frei, sondern nur CO2-arm. Nun sagt das Umweltbundesamt aber, nee, Kernenergie ist nicht CO2-arm, sondern der Energiebedarf für die Anreicherung, der ist sehr hoch. Und darum wird auch viel Kohlestrom dafür gebraucht. Allerdings geht das Bundesumweltamt davon aus, dass die Urananreicherung stattfindet mit dem sogenannten Gasdiffusionsverfahren. Das ist in der Tat sehr energieaufwendig. Aber das wird weltweit überhaupt nirgendwo mehr eingesetzt. Außer in einem Betrieb, ich glaube in Chile ist es, wo die Gasdiffusionsanlage jedes Jahr ein paar Stunden laufen lassen, um die Lizenz nicht zu verlieren. Aber ansonsten wird das Gasdiffusionsverfahren nirgendwo mehr eingesetzt. Was man heute macht zur Urananreicherung, das ist ein Zentrifugenverfahren. Ich beschreibe das jetzt nicht, keine Sorge, aber das ist erheblich energieeffizienter und darum verlassen wir lieber auf die Zahlen des Weltklimarats als auf das, was das Umweltbundesamt und das Bundesumweltministerium uns einreden wollen. Ja, die Flächenleistungsdichte ist sehr hoch, 1000 Watt pro Quadratmeter, und das ist nicht berechnet auf den Kernreaktor als solchen, sondern das ist das gesamte Kraftwerk inklusive Parkplatz. Da sind auch ist auch der Uranabbau drin und alles, was da zugehört. Also der Flächenbedarf ist sehr gering und für Deutschland, Stromproduktion, sähe das dann so aus. Da ist, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, da ist hier so ein kleiner Punkt. Und wenn wir auch den ganzen Rest aus Kernenergie decken wollten, dann wäre das schon eine etwas größere Fläche, aber immer noch ziemlich klein. Und das ist auch den ganzen Rest aus Kernenergie zu decken, ist auch keineswegs utopisch. Also Kernenergie kann ja viel mehr als nur Strom. Kernenergie kann auch Wärme erzeugen, also Fernwärme zum Beispiel oder Industriewärme für industrielle Fertigungsprozesse zum Beispiel. Es ist auch möglich, aus Hochtemperaturreaktoren synthetische Brennstoffe für Kraftfahrzeuge zu erzeugen. Also Rainer, aber du hast jetzt Parkplätze als Fläche angegeben, aber die Endlager müssten ja als Fläche da eigentlich auch vielleicht mal erwähnt, der Ehrlichkeit. Ja, komm ich dazu. Auch noch an der Fläche, ja. Werden die da schon mal bald anzeigen. Ja. Eine Verständnisfrage. Die Kühlung des Atomkraftwerkes, die muss ja geschehen und die muss ja irgendwo herkommen. Und soviel ich weiß, liegen die meisten Atomkraftwerke am Fluss. Ist ein beliebter Einwand. Ja, und der Fluss wird durch das Atomkraftwerk aufgeheizt. Ist das richtig? Ja. Also dieses negative Faktum hast du bei deinen Überlegungen einfließen lassen. Das habe ich natürlich mit einfließen lassen. Die Erwärmung des Flusswassers ist natürlich da. Da gibt es natürlich Vorschriften, wie gesagt, das weißt du natürlich, dass das Flusswasser nicht über eine bestimmte Temperatur hinaus erwärmt werden darf. Und wenn jetzt Sommer ist, das geht dann jedes Jahr durch die Medien, im Sommer ist es so, da ist das Flusswasser ja schon von vornherein viel wärmer als vorher. Und wenn das Kraftwerk jetzt das Flusswasser noch weiter aufheizt, dann wird ein Grenzwert überschritten und dann muss das Kraftwerk die Produktion drosseln.
ist ein berechtigter Einwand, aber es geht ja auch anders. Man muss das Kernkraftwerk nicht unbedingt durch Flusswasser kühlen. Man kann da auch einen Kühlturm hinstellen. Dann wird gar kein Flusswasser gebraucht oder nur sehr wenig. So, das ist, ich bringe den Gedanken eben noch zu Ende. Und das ist jetzt für den Betreiber ist das einfach ein Rechenexempel. Wenn ich keinen Kühlturm baue, spare ich Geld. Genau. Das ist positiv. Wenn ich keinen Kühlturm baue, muss ich aber im Sommer womöglich die Produktion drosseln. Dann entgehen mir Einnahmen. Das ist doof. Und dann muss ich das jetzt beides gegeneinander abwägen, was insgesamt günstiger ist. Ja, und in dem einen Fall ist es so, dass man sagt, okay, ich nehme diese Leistungseinbuße, die geringeren Einkünfte im Sommer in Kauf. Und der andere sagt, da müsste ich so viel in Kauf nehmen, das ist für mich zu schlecht, da baue ich lieber einen Kühlturm und fahre die ganze Zeit volle Leistung. Die Frage war, ist dieser Abkühlbedarf eigentlich nur Kernenergie spezifisch oder für... Nein, das ist vor allem thermischen Kraftwerken, also bei Kohlekraftwerken, Gaskraftwerken, Ölkraftwerken. Ja, das ist das selbe Problem. Ja. Die Dampferzeugung. Die Dampferzeugung, die macht das aus, dass gekühlt werden muss. Ja, der heiße Dampf muss ja. Hier ist die Dampfturbine, und da ist es ein Generator, und die Dampfturbine als solches braucht diesen Abkühleffekt. Also der Dampf, die Frage war, ob der Kernenergie zusätzlich abkühlen kann. Ganz wenig. Das spielt keine Rolle. Ganz wenig. Gut. So, was haben wir denn noch? Also. Wir sehen also, Kernenergie, wenn wir Kernenergie einsetzen, dann bleiben Kohle, Gas und Öl im Boden. Wir brauchen sie nicht. Oder wir setzen Kohle, Gas und Öl ein für Zwecke, wo wir sie hervorragend, anders. Kohle, Gas und Öl sind zu beheizen eigentlich viel zu schade. Wir können sie für Dinge einsetzen, für die sie unersetzlich sind. Zum Beispiel für die Produktion von Kunststoffen, Medizin, und da gibt es so viele Anwendungsmöglichkeiten. Düngemittel. Bitte? Düngemittel. Also die sind zum Verheizen eigentlich viel zu schade. Und eben, wir können sie im Boden lassen, zu einem großen Teil. Kernenergie schützt die Natur, indem sie sie fast nicht nutzt. Natürlich brauchen wir ein paar Kernkraftwerke, aber es sind eben nur wenige. Wir müssen nicht die ganze Natur zustellen mit diesen Anlagen, sondern wir kommen mit einigen wenigen aus. Uranabbau das Gleiche, und zum Uranabbau gleich vielleicht noch eine kurze Anmerkung, weil ja auch die Frage nach der Endlagerung kam. Kernenergie schützt die Gesundheit, indem sie Schadstoffemissionen durch fossile Kraftwerke vermeidet. Keine Luftschadstoffe, kein CO2. Ja, Kernenergie ist eben low carbon, hat eine geringe CO2-Intensität. Und das ist das, was wir eigentlich wollen. Und das ist das, was neuerdings in den vergangenen Monaten, im vergangenen halben Jahr, sage ich jetzt mal, was irgendwie neu bewusst geworden ist, dass Kernenergie ja eigentlich das liefert, was die Energiewende bringen sollte, nämlich Reduktion von CO2-Emissionen. Jetzt die typischen Einwände. Das mache ich nur ganz kurz, beziehungsweise ich kann das nach Belieben dann natürlich auch vertiefen, je nachdem, wie euer Interesse ist. Also die typische Anwendung sind Kosten. Kernenergie ist zu teuer. Der zweite Einwand, oder vielleicht auch der erste, ist die Sicherheit. Kernenergie ist Hochrisiko. Ja, wie können wir uns das leisten? Dann natürlich die Strahlung, die böse. Und der Atommüll, das war deine Frage, Thilo. Ne? So, wie sieht es da aus? Aber die Kosten. Also ich denke, wäre die Kernenergie unwirtschaftlich, dann würden überhaupt keine Kernkraftwerke gebaut. Ja, dann könnten all die Atomkraftgegner könnten sich beruhigt zurücklehnen und abwarten, dass die Sache von selbst ein Ende findet. Es gibt aber einen Bauboom in Asien, China, Indien, Russland. Die bauen Kernkraftwerke, und China kann gar nicht schnell genug bauen. Warum? Zum Beispiel auch, weil sie die enorme Luftverschmutzung haben. Über 30 Länder planen den Atomeinstieg. Da ist Deutschland mit dem Atomausstieg überhaupt kein Vorbild. Sondern diese Länder sagen, wir brauchen eine zuverlässige Energieversorgung, die dazu auch umweltfreundlich ist. Ja, sonst könnten wir ja Kohlekraftwerke bauen. Tun sie natürlich auch, weil die so billig sind. Und ja. Bei der Kernenergie muss man wissen, dass das Teure an der Kernenergie die Anlage ist.
das Kernkraftwerk selbst, das ist richtig teuer. Das ist richtig teuer. Wenn es dann erstmal steht, dann liefert das jahrzehntelang sehr preisgünstig Energie. Das heißt natürlich, dass wir möglichst lange Laufzeiten brauchen. Und was Deutschland jetzt macht, voll funktionierende Anlagen abzuschalten, das ist wirtschaftlich völlig widersinnig. Man kann natürlich jetzt darüber diskutieren, wie lange denn so ein Kernreaktor eigentlich hält. Die Russen haben inzwischen einen Reaktorstahl entwickelt, der ermöglicht Standzeiten, also Betriebszeiten von 120 Jahren. Ja, dann sieht die Kostenrechnung vollkommen anders aus. Theoretisch. Praktisch. Die Anlagen werden gebaut inzwischen. Wieso? Es muss doch theoretisch sein. Ich sage doch, noch kein Ding 120 Jahre gehalten. Ja klar, also du kannst das ja simulieren. Das geht ja. Es ist nicht alles zu simulieren. Ja, okay. Der Faktor Mensch ist nicht zu... ist nicht kalkulierbar. Ja, aber solche Simulationen, Hans, die werden ja konservativ gemacht. Das heißt, man geht vom schlechtmöglichsten Fall aus und guckt, wie lange hält es im schlechtmöglichsten Fall. Und also das ist so, dass so ein Kernreaktor, der Reaktordruckbehälter, der ist während des Betriebs ist der hoher Neutronenstrahlung ausgesetzt und dann versprödet das Metall. Und sprödes Metall ist natürlich leichter brüchig als frisches, also ein frisch gegossener Druckbehälter. So, und deswegen ist die Lebenszeit begrenzt. Man muss doch gucken, wie viel Sicherheitsmarge muss noch bleiben, bevor wir die Anlage außer Betrieb nehmen. Was man aber machen kann, ist, man kann so einen Reaktordruckbehälter ausglühen. Und dann wird diese Sprödigkeit durch das Ausglühen aufgehoben. Das hat man auch schon gemacht. Und im Prinzip könnte man damit einen Kernreaktor beliebig lange betreiben, indem man das halt von Zeit zu Zeit, also immer nach ein paar Jahrzehnten, dann wiederholt. Politisch gewollt hohe Kosten können Kernenergie unwirtschaftlich machen. Das ist das, was wir in Deutschland erleben. Gut, soviel zu den Kosten, aber die Sicherheit. So, Kernenergie ist ja angeblich so furchtbar riskant. Ja. Wenn wir uns jetzt aber mal konkrete Zahlen angucken, dann sieht die Sache anders aus. Hier sind verschiedene Energiequellen, Kohle, Öl, Biomasse, Gas, Wasser, Wind, Solar, Kernkraft. Und die Balken hier sagen, wie viel Tote pro Terawattstunde wir verzeichnen mussten. Und dann sehen wir, mit Abstand am tödlichsten ist die Kohle mit 244 Toten pro Terawatt produzierter Strommenge. Dann haben wir Öl, Biomasse, Gas, Wasserkraft haben wir hier, die relativ viel ist das, also wenn man hier diese sauberen Energien uns anschauen, liegt Wasserkraft an der Spitze, das liegt vor allem an einer Dammkatastrophe in China, die 100.000 bis 200.000 Menschenleben gefordert hat. Wind 0,15, das ist natürlich wenig, Solar 0,1, auch sehr wenig, aber Kernkraft schießt den Vogel ab mit 0,04 Toten pro Terawatt produzierter Strommenge. Also, guckt man auf die Zahlen? Die Zahlen, indem man guckt, was passiert ist. Das ist ganz einfach. Ne? Woher weiß man die genaue Zahl der Toten? Ja. Weil du musst sie ja haben, sonst kannst du es ja nicht berechnen. Genau. Das sind natürlich Schätzungen, gerade hier. Woher weiß ich denn eigentlich, wie viel Tote jetzt auf Kohle zurückzuführen sind? Da sind natürlich Unsicherheiten drin. Es gibt eine ganze Reihe Studien zu diesem Thema. Die Zahlen sind auch jeweils verschieden, je nach Studie, je nach Methodik. Okay, sind keine exakten Zahlen, sondern irgendwelche Berechnungen, die man gemacht hat. Ja, man kann sich ja diese Studien angucken und schauen, wie sind die Forscher vorgegangen, um zu diesen Zahlen zu kommen. Wie gesagt, die Zahlen sind unterschiedlich von Studie zu Studie. Aber was wichtig ist, die Größenordnung ist immer die gleiche. Das ist das gleiche Bild, was sich in allen Studien zeigt. Kohle haben wir den hohen Balken und bei Kernenergie haben wir den fast Nullbalken. Und dazwischen die anderen Energien. Ja? Also die Balkenhöhe ist vielleicht ein bisschen unterschiedlich jeweils, aber die Größenordnung, die Reihenfolge hier, die ist immer gleich. Ich sagte es ja eben schon auch vom Verständnis her. Es ist nicht zu berechnen, absolut, jetzt haben wir es auch in der letzten Zeit mehrere Wissenschaftler bestätigt,
wie viel die Luftverunreinigung für Tote das erzeugt. Und die Kohle direkt erzeugt ja keine Tote. Außer vielleicht im Bergbau, wo der immer weniger wird unter Tage. Es kann ja nur die 244 kann ja nur daraus resultieren aus der Luftverunreinigung. Ist das richtig? Ja, so. Und wenn aber umgekehrt keine statistisch, mathematisch ist nicht legitim, Tote hochzurechnen. Das geht nicht. Ja, Moment, du machst jetzt einen Denkfehler. Bei der Kernkraft macht man es doch auch. Nein, bei der Kernkraft ist das ganz einfach. Da hat man die Toten gezählt, die entstanden sind. Aber bei der Kohle kannst du keine, darf ich ausschwenken, bei der Kohle kannst du keine Toten zählen. Das sind statistische Hochrechnungen, die aber nicht legitim sind. Moment. Die sind nicht legitim. Moment. Du machst ja jetzt, wenn ich das eben beantworten darf, du machst ja jetzt einen Denkfehler. Ja, der Denkfehler ist so, du sagst, man kann es nicht genau berechnen, wie viele Tote durch Luftverschmutzung jetzt ja, ums Leben kommen. Und du schlussfolgerst jetzt, also gibt es keine Toten. Also müsste dieser Balken hier null oder fast null sein, das sind nur noch nicht Unfälle. Nein, der darf gar nicht stehen, weil man das nicht berechnen kann. Ich dachte eben schon mal, Luftverunreinigung ist egal durch Autos, durch Dieselabgabe, spielt überhaupt keine Rolle. Das kann man nur berechnen, dass statistisch, mathematisch nur, dass im Durchschnitt in Deutschland die Bevölkerung ein Monat länger leben. Das ja. geht. Ja. Aber Toten durch Diesel gibt es nicht. Tote durch Kohle gibt es nicht. Okay. Es ist nicht legitim, was da steht. Natürlich gibt es Tote durch Kohle. Es gibt ja, Tote durch die drei Bergleute, aber die 244, das ist durch Luftverunreinigung. Richtig. Und was trägt zur Luftverunreinigung bei? Es ist auch nicht legitim. Du bist doch Ingenieur, du bist doch Techniker. Ich darf doch nur das berechnen, wissenschaftlich, was legitim ist. Es gibt doch Methoden, um sowas herzustellen. Entschuldige mal, ich bin auf dem Gebiet mit Luftverunreinigung relativ tief drin. Das ist auch nicht so. Es ist nicht legitim, die Zahl. Jetzt sind wir auf jeden Fall nicht mehr bei einer Verständnisfrage, sondern definitiv bei einem Einwand. Und also ich bin ja auch dem ganzen Thema kein kritisch gegenüber, aber ich würde das fürs Ende aufheben. Gut, alles klar. Das ist die Bahngreifbau und ist die letzte Wissenschaft. Ja, natürlich. Es sind Schätzungen. Ja. Annahmen, wenn können ich das sagen oder nicht. Es wäre natürlich schön, wenn ich hier jetzt auch noch einen Fehlerbalken hätte jeweils, ja, dass man sagen kann, von bis da irgendwo liegt es dazwischen. Genau kann man nicht sagen. Ja. Was man aber definitiv sagen kann, ist, dass Kohle zur Luftverschmutzung beiträgt. Und dass Luftverschmutzung unsere Gesundheit beeinträchtigt und zu vorzeitigem Tod führen kann. Ja. So, da sind wir uns sicher einig. Ja. So. Und deswegen... Wie hoch dieser Balken jetzt genau ist, ist gar nicht relevant. Relevant ist die Tatsache, dass dieser Balken und diese Balken und so, dass sie höher sind als dieser hier. Dass dieser hier am geringsten ist, dieser Balken. Ja? Und wenn wir hier da gibt es natürlich auch Schätzungen, wie viele Tote sind denn durch Tschernobyl entstanden. Also wie viele Menschen sind durch Tschernobyl umgekommen. Und dann kommt es auch darauf an, wen man fragt. Und Greenpeace veröffentlicht da natürlich andere Zahlen. Also Greenpeace veröffentlicht also die höchsten Zahlen. Da gibt es verschiedene Schätzungen. Wenn man sich die Studien anguckt und auch mal reinschaut, was sind denn die Annahmen, ja, die dann zu diesen Todesfällen führen, zu diesen zusätzlichen Krebstoten. Ja. Und was ist tatsächlich geworden? Das ist ja interessant. Ja, also das Tschernobyl-Forum hat, also das ist glaube ich eine sehr bekannte Schätzung, das Tschernobyl-Forum, die Weltgesundheitsorganisation, die IAEA, die sind ausgegangen von etwa 4.000 zusätzlichen Krebstoten durch Tschernobyl. Das ist eine Zahl, die bekannt ist. 4.000 absolut oder 4.000? 4.000 absolut. 4.000 in der Bevölkerung. Seht ihr drin in der Zahl? Ja, das ist da drin, natürlich. So, 4.000 sind gegenüber... Das scheint mir sehr niedrig zu sein. Zwei Sachen. Ja, scheint dir, aber dann musst du auch begründen können. Ne? Ja gut, aber so, ich sag jetzt so, das ist eine Zahl, die vom Tschernobyl-Forum kommt, wo Wissenschaftler daran gearbeitet haben. Das ist nicht eine Zahl, die ich mir ausgedacht habe, oder wo ich sage, die erscheint mir jetzt hoch oder erscheint mir niedrig zu sein. So. Die WHO hatte also, das war 2006, diese Zahl rausgegeben, Tschernobyl-Forum, WHO, IAEA,
Einige Jahre später, 2011, hat die WHO ein Update zu diesem Bericht rausgegeben. Und da geht sie davon aus, dass es durch den Tschernobyl-Unfall in der Bevölkerung zu keinen zusätzlichen Krebstoten kommt. Und das ist das, was wir auch in der Realität beobachten. Wir sprechen von Tschernobyl. Ne? Wir sprechen von Tschernobyl. Und damit sind wir auch beim nächsten Einwand. Das war jetzt hier Thema Sicherheit. Jetzt kommen wir zu dem Einwand, aber die Strahlung. Und Strahlung ist ja irgendwie in dem kollektiven Bewusstsein so ein Monsterschrecken. Nur weiß man heute viel mehr über Strahlung als noch vor 20 Jahren. Und ich denke mal, da sind sich die wenigsten drüber im Klaren. Das steht ja auch noch nicht in den Schulbüchern, was man heute über die Wirkung von Strahlung weiß. Und ich sagte es vorhin schon hier in einer kleinen Runde am Tisch, Strahlung unter 100 Millisievert pro Jahr ist unbedenklich. Und ich führe das jetzt gerne noch ein bisschen aus, weil ich das hier vorhin am Tisch auch gefunden habe. Also wenn ihr Strahlenbiologen fragt, dann werden die euch sagen, dass eine akute, effektive Dosis von 100 Millisievert unbedenklich ist. Die führt zu keinen gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Also wenn einer von euch jetzt 100 Millisievert auf einen Schlag abkriegt, dann braucht er sich da noch keine Gedanken zu machen. Naja, vielleicht die Augen vielleicht, ja, so Katarakt, das kann schon passieren. Die Augen sind da etwas empfindlicher, aber jetzt, ich will ja auch von der effektiven Dosis. So, 100 Millisievert auf einen Schlag, akut, ist unbedenklich, keine zusätzlichen Krebszellen. Und deswegen, wenn ich dann sage, 100 Millisievert pro Jahr, also übers Jahr verteilt, ist unbedenklich, dann gilt das erst recht. Ihr könnt das so vergleichen, wenn ich da oben in den zweiten Stock gehe, oder dann nehmen wir ein höheres Haus, nehmen wir ein zehnstöckiges Haus, und ich springe da oben aus dem Fenster, aus dem zehnten Stockwerk, da bin ich tot, wenn ich unten ankomme. Also, das ist die hohe Dosis auf einen Schlag. Wenn ich aber die gleiche Strecke über die Treppe zurücklege und springe so von Stufe zu Stufe, dann ist das über die Zeit gestreckt, und das hat bei mir dann überhaupt keine Gesundheitsfolgen zur Folge. Und so ist das mit der Strahlung auch. Hohe Strahlung auf einmal, das kann gefährlich sein, aber niedrige Strahlung und dann auch über eine große Zeit verteilt, das ist unbedenklich. Hier noch ein Vergleich. Beim Fukushima-Unglück ist die höchste Strahlendosis, die die Bevölkerung abbekommen hat, oder Teile der einzelnen Personen in der Bevölkerung, 35 Millisievert. In den ersten Monaten. Also auch nicht auf einen Schlag, sondern in den ersten Monaten über die Zeit verteilt. Und viele sagen, ich auch, dass niedrige Strahlung positive gesundheitliche Aspekte hat. Und das ist eigentlich etwas, das ist etwas, was wir bei verschiedenen Stressoren beobachten. Zum Beispiel auch, wenn ich Sport treibe. Ja, wenn ich gemäßigt Sport treibe, dann tut das meinem Körper gut. Wenn ich Leistungssport treibe, wenn ich an die Grenzen gehe oder über die Grenzen hinaus, dann schadet mir das. Dann ruiniere ich mir meine Gelenke, meine Knochen oder sonst was. Wir haben bei vielen Toxinen, bei vielen Stoffen, beobachten wir bei einer hohen Dosis, da haben wir das Risiko, krank zu werden, das ist schädlich. Aber dann gibt es in dem unteren Bereich, da haben wir eine positive gesundheitliche Wirkung, wo dann dieser Stoff nützlich ist. Ich kann gerne noch einen eigenen Vortrag über Strahlung halten, kann ich auch gleich anschließen, dauert eine Stunde ungefähr. Aber ansonsten würde ich es jetzt an dieser Stelle erstmal belassen beim Thema Strahlung und noch das letzte abklopfen. Aber der Atommüll, da fallen ja, wenn man den Medien glauben darf, immer gigantische Mengen von Atommüll an in den Kernkraftwerken. So, wenn man jetzt mal guckt, wie haben wir das mal visualisiert, das ist Deutschlands hochradioaktiver Atommüll. Ein Würfel mit 27 Metern Kantenlänge, der hier mal, damit man den Vergleich hat, hier vor dem Brandenburger Tor aufgestellt ist. Mehr ist das nicht.
in der Gesamtmenge? Das ist das Material, das hochradioaktive Material, also der gebrauchte Kernbrennstoff ist das. Ja. Das ist also, ja, ist doch rot, das besteht im Rot. Ja, sage ich gleich noch was zu, was das im Einzelnen ist. Das setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen. Da kann ich gleich kurz erwähnen. So, steht da auch. Ne? Genau. Also, das ist das Material insgesamt, also Grau, Uran, das ist das, was in die Kernreaktoren reingekommen ist. Im Kernreaktor werden die Uran-235-Kerne durch Neutronen gespalten. Also die Kerne platzen dann auseinander, da entstehen dann neue Elemente, die sogenannten Spaltprodukte. Die sehen wir hier, wobei wir dann einmal die kurzlebigen und die langlebigen Spaltprodukte haben. Und dann gibt es aber hier noch diesen roten Würfel. Der ist ganz interessant. Da ist Plutonium drin, vor allem ist das Plutonium. Das entsteht so, wenn wir so einen Urankern haben und da donnert ein Neutron rein, dann spaltet das den Kern nicht in jedem Fall, sondern es kann auch sein, dass das Neutron einfach da drin bleibt. Und dann gibt es so Kernprozesse, die wandeln diesen Kern dann auch um zu anderen Elementen, zu schwereren Elementen, wie zum Beispiel Plutonium, Americium, Neptunium. Das sind Elemente, die schwerer sind als Transuran, das sind die sogenannten Transurane. Und dieses Zeug hier, das ist eigentlich das, was das Eklige ist am Atommüll. Denn die Spaltprodukte hier, die sind nach relativ kurzer Zeit, nach einigen Jahrzehnten, sind die abgeklungen, oder ja, das meiste ist nach einigen Jahrzehnten abgeklungen. Nach ungefähr 300 Jahren hat sich die Aktivität dieser Spaltprodukte so weit gesunken, dass sie der Radioaktivität von Natururan entspricht. Und Natururan ist sehr schwach radioaktiv. Uran findet sich überall im Boden, also hier auch. Natürlich nicht in großen Mengen, sonst hätten wir hier eine Uranmine wahrscheinlich. Aber Uran findet sich überall im Boden und das ist nicht gefährlich. Wir haben überall hier so Umgebungsstrahlung, auch dadurch, auch durch andere Prozesse, aber das ist nicht gefährlich. Also nach 300 Jahren ist dieses Zeug weg, abgesehen von den sogenannten langlebigen Spaltprodukten. Die sind länger radioaktiv, aber das Radioaktivität, genauer gesagt das Radiotoxizitätsniveau dieser langlebigen Spaltprodukte, das ist so gering, da kann man gut mit leben. Und die Mengen sind ja auch überschaubar. Der dicke Würfel hier, das Uran, das meiste Uran, was wir in den Reaktor reinstecken, das kommt auch als Uran wieder raus. Das liegt daran, dass es sich vor allen Dingen um Uran-238 handelt, was in unseren Leichtwasserreaktoren gar nicht nutzbar ist. Was habe ich jetzt? So, das ist das, ja. Was kann man damit tun? Ich habe noch eine Frage. Du hast noch eine Frage, ja. Warum hat man denn so große Probleme mit Endlagerstätten zu finden, sichere Endlagerstätten? Ja. Es hat sich herausgestellt, dass die bisher oder viele sichere Endlagerstätten gar nicht mehr heute sicher sind. Und Deutschland ist ja nicht klein. Warum hat man diese Probleme, sichere Endlagerstätten zu finden? Ja. Wenn doch der Bedarf an hochradioaktiven Müll so gering ist. Ja. Das war der Müll ohne Verpackung. Ja. Das ist der Müll ohne Verpackung. Ja. Also wenn wir aus den Brennelementen, das dauert jetzt zu lang, da sind ja so Hüllrohre drin und die sind so zu Elementen angeordnet. Wenn wir jetzt den reinen Kernbrennstoff da rausholen, dann haben wir dies hier. Mit Verpackung ist es natürlich mehr, aber jetzt auch nicht so viel mehr. Ne? Nicht um Größenordnung mehr. Achso, Vergleich dazu. Wir haben ja auch, was jetzt gar nichts mit Kernenergie zu tun hat, wir haben ja auch den sogenannten Giftmüll. Also Substanzen, die hochgiftig sind, Quecksilber, Dioxine und was es da alles so gibt. Da redet ja kaum einer drüber. Aber dieses Material fällt ja auch ein. Was machen wir denn mit dem eigentlich? Bei fossilen Prozessen oder bei fossilen oder bei den Kernen? Ganz unabhängig von Energieerzeugung. Das sind Stoffe, die in Produktion von was auch immer anfallen. In irgendwelchen industriellen Prozessen fällt das an. Auch biologische Stoffe, hochgiftige, die werden ja auch gelagert irgendwo. Da hat Deutschland ein gutes Dutzend, ich glaube so 16 oder so, Endlager, die heißen da nicht Endlager,
aber sind es dann de facto doch für diesen Giftmüll. Und um da mal einen Größenvergleich zu kriegen, die größte Giftmülldeponie Deutschlands ist Herr von Neurode in Hessen, in einem ehemaligen Salzbergwerk. Und die Grundfläche dieser Giftmülldeponie, die ist so groß wie München. Und jetzt vergleicht das damit. Dann seht ihr, wie diese beiden Themen doch sehr unverhältnismäßig sind von dem Volumen, um das es da geht, einerseits, und um die Bedeutung, die diese unterschiedlichen Abfallarten in der Diskussion, in der gesellschaftlichen Diskussion spielen. Aber um deine Frage zu beantworten, Hans, beim Atommüll kommt erschwerend hinzu, dass der hochradioaktive Atommüll wärmeentwickelnd ist. Da sind viele Stoffe davon, viele Inhaltsstoffe sind eben radioaktiv. Und gerade diese Spaltprodukte hier, die sind hochradioaktiv, die zerfallen also besonders, die haben eine kurze Halbwertszeit und das bedeutet, dass sie sehr schnell zerfallen. Eben nach sagen wir mal, 30 Jahren ist die Hälfte zerfallen. Es sind verschiedene Substanzen, verschiedene Halbwertszeiten, aber nehmen wir mal irgendeine Substanz, die nach 30 Jahren, wo die Hälfte zerfällt, da muss natürlich die Zerfallsrate sehr viel höher sein, als wenn wir zum Beispiel Plutonium haben, also verschiedene Plutoniumisotope, wo die Halbwertszeit im Bereich von Jahrzehntausenden liegt. Ja, das zerfällt viel langsamer, entwickelt viel weniger Wärme dabei. Aber diese Spaltprodukte hier, die haben eine hohe Wärmeentwicklung und da muss zumindest für die ersten Jahrzehnte der Lagerung von großer Bedeutung, die Wärme, das Endlager muss mit dieser Wärme umgehen können, muss diese Wärme aufnehmen oder abführen können oder beides. Das macht die Sache natürlich schwierig. Eine Sache. Ja. Wir wollten eigentlich ein Viertel nach. Schaffst du es in 5 Minuten? Ja. Ich kann die Frage ja auch im Anschluss dann beantworten. Es gibt nämlich noch was viel Besseres und das zeige ich jetzt. Wir brauchen gar kein Endlager. Es geht nämlich auch anders. Moderne Reaktoren können das, was ich eben Atommüll genannt habe, können das als Brennstoff nutzen. Also das Uran, auch das Uran-238, also den großen Anteil, den die heutigen Reaktoren gar nicht nutzen können, der kann in modernen Reaktoren als Brennstoff dienen. Auch die Transurane, das Plutonium, das Americium und so weiter, kann als Brennstoff dienen. Ja, und 95% der Energie stecken in den sogenannten abgebrannten Brennelementen noch drin. 95%. Das heißt, wir haben von dem Kernbrennstoff fast noch gar nichts genutzt. Und was wir dafür brauchen, sind schnelle Reaktoren oder subkritische Transmutationsanlagen. Ich sage es nochmal, weil ich das Wort so schön finde, subkritische Transmutationsanlagen. Und wenn wir solche schnellen Reaktoren hätten, dann könnten wir unseren Atommüll, dann müssten wir den nicht entlagern, sondern wir könnten allein aus dem Atommüll, könnten wir Deutschland für mindestens 4 Jahrhunderte mit Strom versorgen, beim heutigen Verbrauch. Also das ist durchaus eine Option. Aber Deutschland will das nicht, Deutschland hat den schnellen Brüter in Kalkan nicht in Betrieb genommen, aus politischen Gründen. Und das ist verboten inzwischen in Deutschland, das auch nur in Deutschland. Die Russen sind da einen Schritt weiter. Das, was ihr hier seht, ist der BN-800. Also das ist ein schneller Reaktor, der in Russland steht, im Kernkraftwerk Beloyarsk. Und der ist fleißig dabei, Plutonium zu vernichten, was in diesem Fall aus ehemaligen sowjetischen Atomraketen stammt. Russland setzt strategisch auf schnelle Reaktoren. Ich gehe davon aus, dass in den nächsten Jahren, vielleicht im nächsten Jahr, eine Entscheidung fällt über den Bau des BN-1200, eine nochmals leistungsstärkere Anlage mit, wie der Name sagt, 1200 Megawatt. Da wird Russland wahrscheinlich einige Kernkraftwerke bauen dieser Art und dann auch damit in den Export gehen. Ich komme zurück, ich bin den Sack mal zu. Diese Skizze hier haben wir uns schon angeguckt, die Landflächennutzung weltweit heute. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir da weiter? Setzen wir auf erneuerbare Energie, dann kriegen wir dieses Bild. Dann brauchen wir hier einen maßgeblichen Teil
der Landfläche für die Energieerzeugung. Die geht natürlich ab von dem, was wir heute als Natur, als Wildnis bezeichnen. Das heißt, die Natur, die Fläche, die die Natur heute hat, würde sich verringern. Wir können natürlich auch einen anderen Weg gehen, den Weg zu hochkonzentrierter Energie. Und ich rede da natürlich von Kernenergie. Dann kriegen wir so ein Bild. Dann werden Flächen frei für die Natur. Und ja, können wir mal überlegen, was wir dafür erstrebenswert haben. Ich schließe mit einem Ausspruch von Marie Curie. Man braucht nichts im Leben zu fürchten. Man muss es nur verstehen. Jetzt ist die Zeit, mehr zu verstehen, damit wir uns weniger fürchten. Dankeschön.